Zwar ist sie Torwart und gilt als Elfmetertöterin. Ulf. Also, ich würde sagen, sie fährt Motorrad. Warum? Ach, sie sieht sportlich aus. Würde ich ihr zutrauen. So durchs Gelände. Gelände. Gut. Peter. Also die Hände sind zwar ein bisschen verkratzt, aber ich glaube, bei Krokodilen werden die nicht nur verkratzt. Schließe ich aus. Profifußballerin, sie ist im Rad toll gelaufen. Also wirklich gut. Während ich schon unten lag, ist immer noch gelaufen. Ich glaube aber auch Motorradfahrerin. Mhm. Dieser schnittige Gesichtsausdruck. Wow. Ja, ja. Bin ich Mario, was sagst du? Naja, ich widerspreche dem Ganzen. Ich bin eher für die Profifußballerin. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es zieht mich dahin in die Ecke. Außerdem sind die Haare viel zu lang, die passen gar nicht unter den Helm. Ja, aber deine Torwartmütze, naja. Zweimal Rennen, also zweimal Motorradrennen, einmal Profifußball, Nicole. Ich fahre Motorradrennen. Nicole fährt Motorradrennen. 100 Mark für euch, 100 Mark für Peter. Wir sehen einen Film, Nicole, und du erzählst uns was, bitte. Ja, wir sind hier im Fahrerlager im holländischen Assen. Jetzt vor 3 Wochen war das beim vorletzten DM-Lauf. Ja, hier stehe ich jetzt gleich komplett overdressed. So laufe ich normalerweise nicht durchs Fahrerlager. Aber war ganz schön was los. Ja, hole ich noch ein bisschen Sachen zusammen, die man so braucht. Ja, so fühle ich mich doch dann schon wesentlich wohler. Ja, hier komme ich in die Box. Wie man sieht, ist das Motorrad noch nicht ganz fertig. Ich erstmal die Haare zusammenknoten. Die passen nämlich wirklich nicht alle unter den Helm. Ja, hier bereite ich jetzt mein Motorrad mit meinem Mechaniker noch zusammen noch vor. So, die gröbsten Sachen, die mache ich also schon alleine. Nur wenn es dann ans Eingemachte geht, dann brauche ich schon noch einen Mechaniker. Zumal das meine allererste Saison ist. Und ich mich noch nicht ganz so gut auskenne. Ja, hier auf dem Startplatz geht es immer noch ein bisschen hektisch zur Sache. Lassen wir das Ding noch warm laufen. Um nachzugucken, ob im wahrsten Sinne des Wortes alles dicht ist. Ja, bei dem Schild wird es einem doch schon ganz schön anders im Bauch. Aber längst nicht so wie hier vor der Sendung. Oh, ja. Ja, wenn grün kommt, ist sowieso alles egal. Ich habe die Startnummer 51. Gleich eine richtig schöne Aufnahme kommen. Ah, das bin ich. Wie viele Sachen habt ihr da drauf? Das kommt auf die Übersetzung an. Schöne Aufnahme. Danke. Eben diese Bordaufnahmen, die haben wirklich riesig Spaß gemacht. Ich dachte, ich wäre ein Grand Prix-Fahrer mit der Onboard-Kamera. Ja. Ja, sag mal, wie schnell sind die Dinger denn? Das kommt auf die Übersetzung an. Also, über der höchsten. Also die höchste Geschwindigkeit, die man so mit so einem Teil erreicht. Was ist das? Das kommt aufs Motorrad an. Also das sind weit über 200, sagen wir es so. Oh. Weit über 200? Ja. Oh, yes. Mit der 125er. Bist du denn schon mal 220. verunglückt? Vor etlichen Jahren bin ich einmal runtergefallen, ja. Aber nur leicht, nehme ich an. Nur ein bisschen Schlüsselbein gebrochen. Also die 125, ein bisschen Schlüsselbeinbruch. Ja, da bin ich ja beruhigt. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Du hast mit unserem gerade frisch gebackenen Weltmeister, bist du auch schon mal gefahren? Ja, 1987 bin ich mit dem Dirk Raudis einen Markencup gefahren. Den Namen darf ich ja wahrscheinlich nicht nennen. Nein. Ja, weil wenn du ihn einfach genannt hättest, hätte ich auch nichts machen. Aber du suchst natürlich Sponsoren, weil du nicht das optimale Material hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist richtig. Also Motorradsport ist halt Motorsport und der kostet bekanntlich richtig, richtig, richtig doll viel Geld. Ja, also wir haben jetzt, wir brauchen jetzt einen großen Raum für den Mario. Und was hatten wir noch? Was suchst du eigentlich? Ich bin glücklich. Also ich suche gar nichts. Großen Raum für Mario und einen Sponsor. Einen Bier. Also wir wollten einen Bier brauchen. Ja, genau, Brauerei. Genau. Und die Sponsor für Nicole. Und jetzt gehen wir zu Peter und stellen uns vor, dass Peter vielleicht Blasrohrkunstschütze ist. Das hat er gelernt anlässlich eines Urlaubs in Neuguinea von den Eingeborenen. Die sind
ungefähr so, diese Blasrohre. Und auf 50 Meter kann man damit sehr genau treffen. Möglicherweise ist Peter aber auch Secondhand-Designer. Das heißt, er macht aus alten Klamotten, die er ankauft, neue hochmodische. Aber nicht nur das. Man kann mit eigenen alten Klamotten zu ihm gehen und sie sich von ihm umbauen lassen in neue hochmodische. Das ist natürlich eine Sache, die absolut ins Schwarze getroffen hat. Er kann sich für Aufträge nicht retten. Möglicherweise ist er aber auch Tanztrainer und hat mitgewirkt an der Entwicklung eines ganz neuen Tanzes, sowohl für Tanzschulen wie auch für die Disco. Und das nennt sich Diva, Disco-Walzer. Celia, was sagst du? Ja, also, er hat wohl sensible Lippen, aber Blasrohr, nee. Ich tippe mal. Doch. Auf den Secondhand-Designer. Secondhand-Designer. Ja. Busy. Schon wegen dem bunten Hemd. Was, ich darf mal? Verständlich. Du kneifst aber ganz schön. Also, Blasrohr glaube ich auch nicht. Das passt überhaupt nicht. So. Auch wegen deinen Lippen. Ne? Und Secondhand-Design. Das ist ein echtes Seidenhemd. Ne? Also, ich sage Disco-Walzer. Also, ich glaube, er hat ganz gut durchtrainierte Beine. Mhm. So ein bisschen so diese Tanzlehrer-Hüften. Mhm. Schauen Sie sich das gut an, was hier so abgeht. Disco-Walzer, Nicole. Also ich denke auch mal, dass mit dem Tanzen, weil das ist alles so sportlich in der Rolle, das sah gerade eben so gut aus. ich glaube Tanzen. Frauen gebrannt. Also zweimal Disco-Walzer haben wir und einmal Secondhand-Designer. Was ist es denn? Secondhand-Design ist es nicht. Disco-Walzer. Das war Disco-Walzer, ist richtig. Disco-Walzer, 100 Mark für Lissi, 100 Mark für Nicole, Entschuldigung. Peter, jetzt sehen wir eine Kombination aus beiden Disziplinen. Einmal die Version für die Tanzschulen und dann dazu die Disco-Version mit der Gruppe, die sich auch Diva nennt. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Das war aber schwierige Schritte. Also die sind ganz leicht, wirklich.
schwieriger als die dieser. Sind wirklich so, dass die jeder zwischen 6 und 80. Jeder müsste die können, Jürgen. Ach komm, Peter, nein. Hätte jemand was dagegen, wenn der Jürgen mal die Schritte mit versucht? Ach nein, ach nee. Wir dürfen ganz hier leicht. Gar nicht tanzen. Guck mal, Andrea sagt, wir dürfen hier gar nicht tanzen. Wir zeigen das nur mal ganz kurz. Das macht ihm sonst Spaß. Von mir aus. Was muss ich jetzt machen? Genau, du gehst linkes Bein hinter das rechte, rechts zur Seite mit Gewicht und links wieder am Platz. Jetzt rechts hinterkreuzen, links zur Seite und rechts am Platz. Und rechts. Dabei tief durchatmen, nicht nach unten gucken und lächeln. Fang doch mal an. Links nach hinten. Links nach hinten. Rechts zur Seite. Volles Gewicht. Alles drauf. Links wieder belasten. Jetzt rechts hinterkreuz. Links zur Seite. Belasten. Ganz Gewicht drauf. Und rechts zur Seite. Und fertig. Bravo. Das möchte ich natürlich einmal mit der Kram machen. Das sehe ich ein. Lang, mach ganz lang. Mach lang. Ganz langsam. Und eins, Rückseite. Oh, Platz. Oder eins, zwei, drei. Ta, 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 ta. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich kann es! Erlöst, perfekt. Dankeschön. Danke dir. Super. Hör mal. Super. Aber. Ein Naturtalent. Mutter, hast du das gesehen? Ein Naturtalent, muss ich sagen. Also es ist wirklich nicht schwer. Das Neue ist eigentlich an Diva, die Kombination aus Disco und Walzer. Wir haben also versucht, den Walzer-Rhythmus mit einer etwas moderneren Musik zu hinterlegen und einen ganz neuen Schritt zu kreieren. Es gibt ja diese Hip-Hop-Geschichte zum Beispiel, so im Disco-Bereich, dann gibt es so einen Grundschritt, so Running Man heißt der. Und wir wollten jetzt einen neuen Schritt kreieren, das ist jetzt dieser Diva-Grundschritt. Und den wird man später zu noch neuer Musik einfach überall tanzen können, ob es jetzt in der Disco alleinzeln ist, einzeln wollte ich sagen, oder zusammen eben paarweise mit so ein bisschen, was wir zum Schluss gemacht haben, mit der Sabine war also dann was so ein... Was ich gemacht habe. Was ich mit Sabine. Das war der erweiterte Hüftschwung, das war richtig. Und das ist also die gewisse Erotik, die noch da reinkommt. Ja, wo du gerade davon redest, wir suchen noch Sponsoren, das stimmt. Ich hör mal. Ich muss jetzt, also hier, Sponsoren, Halle, Sponsoren, Sponsoren, Bier, wir müssen weitermachen. Wir hatten uns schon gepaart, es kommt unser Kioskspiel und unser Publikum wird freundlicherweise euch Begriffe, die alle Komposita sind, darstellen, die Liebes oder Lieblings oder Lieb enthalten. Also das spielen die nicht mit. Die spielen nur den anderen Teil, die spielen ohne Liebe. Nicole und Ulf fangen an. An dieser Stelle, entschuldigt, darf ich darauf hinweisen, wir haben unseren Kiosk, was keiner mehr für möglich gehalten hätte, noch einmal verbessert. Das glaubt keiner. Sie sehen hier einen ganz neuen Griff. Und wir haben für den Fall, was keiner annimmt, doch noch mal etwas klemmen sollte. Und dann Chefmechaniker Olli. Sodass er einen direkten Zugriff zur Feinmechanik hat. Jeder andere Sender hätte gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen eine Digitalanzeige. Dann wären diese Leute entlassen worden. Wir nicht. Wir schaffen noch einen Arbeitsplatz dazu. So geht es doch nur. Also, Begriffe mit Liebe. Und sie spielen die anderen und ab geht's. Und Liebesgeflüster. Liebesgeflüster. Liebesgetränk? Nicht ganz, Liebes. Liebestrank. Ja. Liebling würgen. Liebeswürgen. Liebesgewürgen. Würg mich, Liebes. Bist mit letalem Ausgang. Oh Gott. Was macht ihr da? Liebestöten. Liebestöter. 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 Weiter. Lebensmüde. Liebeskummer. Liebeskummer. Ja.
Liebe. Liebe. Liebe.